Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Krieg der Dawn in Teil 2. Und ja, ohne große Umschweife, ich muss mal die Quest abbrechen, weil als ich mich eingeloggt habe, habe ich die einfach ins Questlog geschissen gekriegt, deswegen boom. That sound. Could it be Shondo? The horde is approaching from the north. The north? How did they scale the mountains of Fellwood. Of course, the Wisps. They're growing disoriented. The wall is failing. Horde forces are advancing upon Lordanel. Champion, to me! Jo, die Horde, die ist jetzt quasi, pass mal auf, die sind ja diesen Wog über Ashenthal nicht mehr lang gekommen, weil da ja die krasse Wall von ihm war. Deswegen sind sie einfach von Fellwood aus, ich weiß, ich habe das Gebiet mit dem nicht gecrestet, weil Demon Hunter, ihr wisst ja, ihr habt ja das Startgebiet gesehen damals, die sind jetzt einfach übelst krass hier über die Berge gekommen. Und jetzt müssen wir da hin und das übelst krasseste verhindern. Und ja, mal schauen, wie sich der Krieg jetzt hier weiter noch zuspitzt. Und ich brauche ein Flugmount, sonst wird die Geschichte wieder nichts. Und ab zurück nach Lordanel. Und Darkshore, mal schauen, was jetzt passiert. Und ich trinke einen Schluck. Ein Schluck war gut. Ein paar Schluck Kess. Naja, ist ja egal. Doch wir werden Teldrassil mit unserem Leben verteidigen. Die Flotte der Nachtelfen ist bereits eingetroffen. Ist halt sowieso die Frage, wenn die Horde über den Landweg kommen, wie sie Teldrassil einnehmen wollen. Aber das mal nur Nebensache, ne? Ist halt auch nicht so wichtig. Würde ich jetzt mal behaupten. Was machen meine Ordenshallen-Quests? Sie lassen auf jeden Fall das Bild gefrieren. Sehr nice. Ja, der Konflikt spitzt sich weiter zu. Und ich habe jetzt endlich mal meine Talente hier weiter durchgeskillt, dass wir auf jeden Fall mal ein bisschen was reißen. Und das Einzige, was wir uns gerade reißen, ist unser Schließmuskel, weil ich merke gerade, wir kriegen hammerhart auf die Fresse. Yo, ich bin tot. Ja, sehr geil. Okay, sehr, sehr geil. Kann so weitergehen. Scheiß Dämonenhunter, Alter. Ich hätte mal die World Quests machen sollen, die man nach dem ersten Part freigeschaltet hat. So ein Scheiß. Oh, na gut. Nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Ja, okay. Da ist halt der Worry, der da halt steht, der alles wegmetzelt, ne? Es tut mir halt leid, dass ich nicht so ein krasser Worry sein kann wie du. Okay, Malfurion, erzähl mal. Erzählt mal, was ihr so für uns habt, ja? Okay, wir müssen Horde-Attackers töten. Anscheinend zählt gerade der eine dazu. Wir müssen die Zivilisten retten. Was ganz witzig ist. Jo. Ich danke dir. Mann, das kann dann ja nur eine Ewigkeit dauern, wenn wir so die ganze Zeit die Leute hier töten sollen. Dieses eine Talent, was aber auch ummünzt auf Auto-Attack, ist ein bisschen behindert, muss ich sagen. Aber okay. Ich weiß noch gar nicht mehr, wie lässt man sich die Schadenszahlen anzeigen. Das hätte ich mal gerne gesehen jetzt tatsächlich, wie viel Damage wir jetzt mal so raushauen. Weil ich meine, dass das keine 500.000 bis 1 Million Damage mehr sind, so als Unequipter, ist schon klar, aber wie viel das jetzt tatsächlich ist. Oh. Ja, das. Oh. 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 Upsi. Oh. Okay. Okay. Entspannt euch mal alle direkt. Ich
bin nur ein Demon Hunter. Und ich habe euch alle drei gerade gefickt. Wollte ich nur mal so anmerken, ne? Es ist ja jetzt gerade nicht so, dass du als Demon Hunter eigentlich schwach bist, aber wie gesagt, wenn du halt null Equipment an der ganzen Scheiße, an deinem ganzen shitty Char hast, dann, ja, will ich nicht sagen, dass du die Krise kriegst, aber du kriegst schon so ein bisschen die Krise hier. Ich glaube, der Vorteil war irgendwie, ich habe mir die Talente jetzt, Additional Shadow Damage to Generate Fury. Ja, wir machen jetzt mit unseren Auto-Attacks total den Damage und ich wirke euch einfach mal so jetzt eine rein. Weil irgendwie ist das sonst ziemlich Banane, was wir hier versuchen. Ist dieses Ding überhaupt aktiv? Oh lol, wir haben den Demolisher gerade gegen uns. Lol, leck mich, du Homo, Digga. Irgendwie sieht das nicht gerade aus wie ein Angriff, der uns zur Verfügung steht. Ich glaube, ich habe den auch weggeskillt. Ich weiß es gerade nicht. Ich müsste nochmal reinschauen und... Ja, wir haben ihn weggeskillt. Deswegen können wir ihn auch aus der Leiste schmeißen, merke ich gerade. Oh, Junge. Geht doch. Lol, wo kommt der jetzt her? Lol! Okay. Ich möchte mal anmerken, dass ich mit meinem voll-equipped Paladin nicht ein einziges Mal gestorben bin, ja. Und mit dem Paladin auf Vorderseite, mit dem ich das Event da schon gemacht habe, bin ich auch nicht einmal gestorben. Und nein, keine Angst, ich habe nicht nur einen Horde-Charakter auf 110. Also für die Leute, die das Event auch auf der Horde-Seite sehen wollen, ich habe noch einen Shadow Priest auf Horde-Seite, mit dem wir das dann machen werden. Nur ich bin total ein schlechter Shadow Priest-Spieler. Also wir werden wahrscheinlich noch häufiger verrecken als hier mit dem Demon Hunter. Also freut euch, freut euch, freut euch. Und ja. Oh lol. Oh lol, warum zirft er mehrere Ziele? Das finde ich gerade absolut nicht cool. Jetzt, wir müssen ihn bast. Lol, greift er ihn jetzt überhaupt an? Oder? Ich meine. Shit. Gut, Quest abgeschlossen. Lol. Alter, nehmen wir Schaden, ey. Habe ich nicht irgendwas zum High? Ja, nicht mal ansatzweise. Ist halt die Frage, sollte ich nicht lieber als Tank spielen? Das wäre halt so eine. Das wäre halt so eine Frage. Ach komm schon! It's too far away, ja. Oh, oh, oh mein Gott, heil. Oh, nein, ich hab die nicht gekriegt, ey. Was ein Scheiß. Wo ist diese Quest? Da. Oh, das ist gar nicht mein Ziel. Mein Ziel steht da vorne. Echt intelligenter Typ. Oh, das sind ja mehrere. Lol. Lochheul. Heftig, Digga. Was soll denn die Scheiße? Das verstehe. Was soll denn das? Was heißt jetzt eigentlich meine Rüstung mit? Ach du Kacke. Ist halt einfach fast alles im Arsch. Ist natürlich auch total geil, wenn du überhaupt null Legendaries mit so einem Motherfucker hast. Mit meinem Paladin natürlich, der einfach durch und jetzt hier kriegst du halt voll aufs Maul. Das geht doch nicht. Lol, ich kann während ich tot bin, die Flügel einsetzen. Oh nö, der hat den Motherfucker jetzt nicht getötet, oder? Egal, ich hab ihn gehittet. So, den ersten Motherfucker. Der erste Motherfucker ist weg, aber jetzt noch der zweite irgendwie. Der da. Respawn. Na los, respawn, du Wichser.
Na los, komm. Ist halt auch voll gut, ne? Dass wir ihm halt so auch nicht sehr viel mehr Schaden machen. Aber nice, egal. Wir kämpfen halt ihm die volle Scheiße in unserer Metamorphoseform raus. Da ist jetzt noch ein paar Zivilisten aus der Scheiße befreien, dann hat sich das auch wieder erledigt. Mann, 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 ist das eine nervige Quest, wenn man so scheiße equipped ist mit einem Char, ne? Ich wollte es ja mit einem Paladin machen, aber die Aufnahmen. Aber wenn ich das jetzt mit dem Char mache, dann ziehe ich das auch mit dem Char durch, also. Ah, da ist noch einer. Sehr nice. So, du schlüpfrige kleine Fotze. Erzähl uns mal. Ja, natürlich. Ja, aber sicher doch. Und jetzt müssen wir mal Furion finden. Der kämpft hier halt irgendwo abseits im Nirgendwo. Das sieht diesen Druiden auch mal wieder ähnlich, weißt du? Chief faces Storm Rage alone. I must. Ah! Sour Fang! What? An audience. Perfect. Stay still, Alliance dog. Watch me strike down one of your greatest heroes. A dishonorable blow. I regret it. Regret nothing. You did well. Place to interfere. My victory was inevitable. He was merely wasting my time. How may I aid? Finish him and be done with it. Take a moment if you like. Then take his head. Meet me at the World Tree. You have led your horde in service of death. You will regret. Malfurion, no! You did not kill him, Orc. Why? I struck without honor. I did not deserve to end him. This entire war is without honor. How dare you spill so much innocent blood for nothing? Not for nothing. We spill blood so that the Horde will endure. Because you spared Malfurion, I will offer you a choice. Attempt to stop me from taking him away and die, or remain there kneeling in the dirt and live. You have a choice as well. Take him to Darnassus and both of you will fall when we conquer it. Or flee somewhere far from here so that you both survive. This war is lost. Teldrassil will soon fall. Take my hippogriff to Darnassus. Ensure that the Horde's occupation is as tolerable as it can be. King Anduin gave me a hearthstone back to Stormwind. There I will tend my love's wounds and help my people find respite from this madness. Alles klar, krasser Scheiß. Ich muss ehrlich sagen, ich habe damals an dem Punkt gedacht, Malfurion stirbt jetzt tatsächlich. Muss ich ehrlich zugeben, habe ich gedacht, aber gut. The beach. Prepare to invade the tree. Why? Why? You've already won. Only innocent.
essence remain in the tree. This is war. No. This is hatred. Rage. Windrunner. You were defender of your people. Do you not remember? I remember. A fool. You'll soon join your loved ones. I grieve for you. You've made life your enemy. And that is a war you'll never win. You can kill us, but you cannot kill hope. Alter Vater. Welch geile Sequenz, ey. Meine Fresse. Sehr, sehr geil gemacht. Ich muss irgendwie Danassos Spassis da evakuieren. Und da steht jetzt halt eine Zahl 982. Das ist nur die, so viele müsst ihr nicht retten und so viele könnt ihr auch nicht retten. Also lasst euch da vom Spiel mal nichts erzählen, so, ja. Fahrzeug, die wollte ich machen. So, so, wie gesagt, so viele werdet ihr gar nicht retten können. Also. Deswegen macht euch mal wegen der Anzahl da keine Gedanken. Versucht einfach in der Zeit so viele retten wie geht, aber erhofft euch nicht, dass ihr irgendwas über 100 da haben werdet. Ihr seid, ihr seid voll krass auf Speedcooker. Musik und so, aber dann. No. Lauft.
Aber nur mal eine kleine Sache zu der Cutscene, ne? In diesem Flashback vom Angriff auf Kel'Thalas von Arthas, ne? Ich meine, die Alte ist Fernkämpferin und die denkt sich einfach mal, boah, ich gehe jetzt in Nahkampf, Digga, und jump einfach mal in Cleave-Reichweite von einem DK. Beste Life, muss man mal sagen. Beste Life. Also die hatte nicht vor, lange zu überleben. Das ist, da steht mal fest. Ich meine, ich hüpfe doch im PvP-Arena auch nicht als Hunter auf Nahkampf-Range von einem Todesritter. Was soll das? Ist die Alte nur blöd? Naja, selber schuld, ne? Selber schuld. Wenn man halt verrecken will, was willst du machen? Kannst halt nicht jedem das Leben schenken. Passiert. Ja, mal nochmal ein bisschen rumgucken, wie viele wir noch gerettet bekommen, aber nicht mal allzu viele. Ja, und Sylvana, die schmückt halt jetzt so ein bisschen lockerflockig diesen Baum nieder. Ja, komm, 38 Sekunden noch, also. Achso, da wären noch ein paar, ja gut. Ich spiele nicht so oft Nachtelf. Ich meine, gut, jetzt mein Demon Hunter ist ein Nachtelf, aber der startet halt hier nicht auf Teldrassil. Der Krabbe hat ja mal ein bisschen WoW getestet und da hat er tatsächlich Nachtelf. Leute, ich kann den einfach anfragen, ob er mich in der Kräuterkunde unterrichtet, Alter. Wenn man halt sonst nichts für Temple Gardens your body becomes. Okay. Ja, dann machen wir mal einen Abgang, wa? Dann erstatten wir nochmal King Anduin, Rin. Bericht. Leute, ich habe sogar zwei Quests mit King Anduin. Einmal soll ich ihn in der Botschaft, einmal soll ich ihn im Palast, aber in Burg. Schauen wir, wer da machen. Wir meinen, ich glaube, das müsste From the Ash. Ja, macht irgendwie Sinn auch bei dem Namen. Boom. On this one of the Alliance's darkest days, my whole life I've prayed for peace in this world, but that dream can never be realized so long as Sylvanas Windrunner leads the Horde. She expects this atrocity to crush our spirits, shatter our unity, but this I vow, the Alliance will endure, and the Banshee Queen's insidious reign will be ended. So, und dafür haben wir nochmal ein neues Mount gekriegt.
Und mit diesem neuen Mount bewegen wir nochmal in Richtung Teldrassil, um es euch nochmal... Weil jetzt dürfte man nicht mehr... Genau. Man kommt jetzt nicht mehr nach Teldrassil. Und ich werde euch... Wir werden uns nochmal angucken, wie Teldrassil jetzt aussieht. Übrigens, das ist das schöne Mount auf Allianz-Seite, was man nach Abschließen von Krieg der Dornen bekommt. Es wird noch einen dritten Teil geben. Heißt zwar auch Krieg der Dornen, zumindest im Event-Kalender, aber es ist auf jeden Fall... Hat es nichts mehr mit dem Krieg der Dornen an sich zu tun. Ich musste gerade überlegen, wie kommen wir denn jetzt am cleversten nach Darnassus? Oder halt nach Kalimdor? Mit dem... Achso, natürlich. Ich bin ja auch blöd, ne? Dalaran. Wobei, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das sinnvoll ist, aber... Wir machen es einfach, um es euch einfach nochmal zu zeigen, was die gute Frau Banshee Queen jetzt mit dem Weltenbaum gemacht hat. Fackelt die einfach einen Weltenbaum nieder. Die Fotze. Die Fotze. Und zwar werden wir hier nicht direkt nach Darnassus kommen. Glaube ich zumindest. Ich meine, wir können es jetzt mal ganz stumpf versuchen, aber... Wenn ich jetzt wirklich in Darnassus lande, Digga, ihr Jollum, ich fick euren Arsch. Oder wir werden an Darkshore geportet, das kann natürlich sein. Wir werden... Genau. Und jetzt sind hier diese ganzen Kackschiffe im Weg. Aber, um uns mal einen Überblick zu verschaffen. Was ein schön gezeichnetes Panorama, muss man schon irgendwie sagen. Und wir haben jetzt auch World Quests, die mir auf dieser Scheißmap nicht angezeigt werden. Wenn wir hier werden sie mir angezeigt. Dann ist das gerade vielleicht ein Bug mit dem Addon. Guck mal, wenn ich da jetzt über die Map gucke, dann werden sie mir angezeigt, aber... Ja, auf jeden Fall, man kann hier jetzt noch World Quests machen, wenn man da Bock drauf hat. Jau. Und man kann jetzt zu Sodomi, um den Ursprungszustand wiederherzustellen, aber das ist jetzt der aktuelle Zustand. Man kommt auf jeden Fall jetzt aktuell nicht mehr nach Darnassus. Ich glaube, der Grund ist offensichtlich. Und ja, wie gesagt, man kann sich jetzt hier noch ein bisschen mit Worldquests die Tage vertreiben, um eure Charaktere noch ein bisschen zu equippen, wenn es dann nach Kul Tiras oder Zandala geht. Und ich versuche auch dann demnächst mal zeitnah... ein bisschen Stuff nachzubringen. Genau. Ich versuche euch jetzt noch ein bisschen dann mal die Tage, die Horde-Seite nachzubringen. Und dann, rupp die Kuh. Talk of World Quest. Kann ich das ja auch machen? Kann ich ja nicht machen. Das Addon ist gerade voll für den Arsch. Naja, egal. Wir haben ja hier die Liste, wenn ich da jetzt, ja... Alles klar. Lol. Was soll das denn? Okay, ich glaube, ich muss die Addons mal irgendwie... Die Addons sind gerade mal irgendwie ein bisschen... Hartkacke. Naja, egal. Das war's auf jeden Fall damit. Ich hoffe, es hat euch... Der Einblick... in die Welt von Battle for Azeroth hat euch gefallen. Oh, ich habe eine Talentreihe noch gar nicht vergeben. Upsi.
Und wir sehen uns das nächste Mal. Guck mal, jetzt werden sie auch angezeigt, das hat was mit dem Addon zu tun. Aber auf jeden Fall habt ihr hier jetzt noch World Quests, die ihr machen könnt, um euch ein bisschen zu equippen. Wie gesagt, dieses Mal ein bisschen kürzer, nur eine halbe Stunde, aber es ist ja auch nur der dritte Part von, der zweite Part von Krieg der Dawn, beziehungsweise vom Pre-Event. Und wir ist zum... Okay, WoW hat irgendwie gerade voll die Bugs. Egal, es ist ja sowieso bald Server Reset. Ja, bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play WoW mit mir, dem Maxi. Und beim nächsten Mal der letzte Teil von Krieg der Dornen. Und übernächste Woche seht ihr dann alles aus einmal der Sicht der Horde. Ja, haut rein, viel Spaß. Und denkt dran, 14.08. ist Battle for Azeroth Release. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.